Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich befinde mich heute am wunderschönen Areal des Schlosses Paz. Hier befindet sich auch die Galerie Schloss Paz und ich treffe nun Galeristin Jacinta Mössenböck. Hallo liebe Jacinta, herzlichen Dank, dass wir den Besuch dürfen. Grüß dich. Hallo. Du, ich habe es nur überlegt beim Herfahren, wir kennen uns, also ich kenne dich zumindest schon ewig, gell? Ja, du kennst mich ewig, du kennst mich seit dem 6., 7. Monat, nicht ja. bewusst damals, ja. aber seit dem 6., 7. Monat circa. Ich habe dich immer schon mit Schmuck in Verbindung gebracht und du bist ja eine Goldschmiedin. Wie bist du zu dem Job eigentlich gekommen? Mein Professor im Gymnasium hat mich auf die Idee gebracht. Mhm. Nachdem ich gern gezeichnet habe, hat er irgendwann die Frage gestellt, warum ich nicht Goldschmied mache. Ja, und dann habe ich gleich einmal das Gymnasium abgebrochen und habe halt mich in den Beruf gestürzt. Na, wirklich? Ja. Und das Zeichnen, die Passion ist da erhalten geblieben. Du hast jetzt quasi eine Hoppe draus gemacht, indem dass du die Galerie jetzt leitest. Seit 2007 hast du mir, glaube ich, im Vorfeld erzählt. 2007 haben es mein Bruder Lorenz und ich gegründet. Genau, das war seine Idee. Machen wir mal einen kleinen Rundgang, ja, bitte. Ja. Erzähl einmal, Jacinta, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Ich meine, eine Galerie, das ist ja jetzt nicht so ein alltägliches, was, dass man das sowas macht. Du, das war die Idee, wie ich schon gesagt habe, vom Lorenz. Ja. Der kommt zu mir und sagt, du weißt eh, im Wasserschloss Paz wird der erste Stock frei. Die Mieter ziehen aus, das ist so schön, was hältst du davon, wenn wir eine Galerie machen? Das ist jetzt quasi eben da der erste Stock und da hat vorher wer drinnen gewohnt. Das war eine Wohnung, ja. Wahnsinn. Also ich kenne es eigentlich eh schon seit jeher als Galerie. Wir sind jetzt gerade in einer aktuellen Ausstellung, aber ich glaube, da wird schon für die nächste Vorbereitung. Richtig, oder? Diese Ausstellung ist sozusagen zu Ende und da wird für die nächste vorbereitet. Es werden die Werke fotografiert. Wir lassen die immer von einem Profi-Fotografen fotografieren, um natürlich gute Qualität für die Einladungskarten oder auch für die Website zu haben. Genau. Magst du uns verraten, was uns als nächstes erwartet? Ja, als nächstes erwartet uns der Chen Shi. Das ist ein Chinese, der in Wien studiert hat, schon 30 Jahre in Wien lebt. Und beim Gunter Damisch studiert hat, den wir auch vertreten in der Galerie. Und die Marga Persson, die war Professorin an der Universität in Linz, an der Kunstuni natürlich. Und die Marga Persson feiert heuer ihren 80er. Na. Und kommt im Prinzip von der Textilkunst. Die Basis ist die Textilkunst und dadurch entstehen auch natürlich Zeichnungen. Und Bruno Cironcoli, ein sehr bekannter. Also seine Skulpturen sind schon in vielen Museen gezeigt worden. Also da tut sich natürlich einiges und ich finde, die Galerie Schloss Paz hat wirklich ein ganz ein besonderes Flair. Wie erlebst du das jetzt eigentlich? Nach so vielen Jahren, nach 15 Jahren, ist das für die Arbeit oder schon quasi wie ein zweites Wohnzimmer? Ja, ich fühle mich schon sehr wohl. Wenn ich da bin, ich fühle mich daheim auch wohl natürlich, aber ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl und umgib mich gern mit Kunst. Und wie der Christian Ludwig Attersee sagt, das ist die schönste Galerie Österreichs. Wie schaut es denn da jetzt eigentlich mit so den jungen Künstlern aus? Also haben die jetzt salopp gesagt, Leihwahl da in der Galerie Schloss Paz, wo wir da einfach weiter durchgehen? Ja. Also die haben natürlich schon eine Chance. Also das heißt, wir versuchen immer, Junge mit den Etablierten zu kombinieren. Das machen wir sehr gern. Das gefällt den etablierten Künstlern natürlich genauso schon wie den Jungen. Ja. Genau. Und wir sind an den Akademien, ist egal, ob in Wien oder in Linz, und schauen, was da geboten wird, was da gezeigt wird. Und haben wir schon 4-mal den Kunstpreis Paz an den Akademien ausgeschrieben. Boah, okay, super. Und da bleiben wir halt mit den Künstlern, mit den Jungen dann in Kontakt und man sieht, wer ist aktiv, wer geht weiter. Wie entwickeln sie sich? Und kommen sie in gute Galerien. Und da, ja, jetzt vor kurzem war auch einer unserer jungen Künstler, der Andreas Werner, in der Kunsthalle in Krems ausgestellt. Hat da mittlerweile eine Top-Galerie in Wien, die Galerie Grenzinger. Und das freut uns natürlich, wenn man sieht, wie gut sie sich entwickeln. Du, als Galeristin, ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor. Du suchst dir die Werke selber aus, hast du mir gesagt. Geht man da noch seinen eigenen Geschmack oder sagt man, das könnte jetzt meine Kundinnen und Kunden gefallen? Wie suchst du da aus?
Also es ist so, ein Künstler, das ist der Christian Ludwig Attersee, stellt die Werke zur Verfügung. Der sagt, für die Ausstellung habe ich das vorgesehen, auch diesen Zeitraum meiner Kunst vorgesehen. Er kennt die Räume, arbeitet mit dem Plan von der Galerie. Ja. Und ansonsten wähle ich aus, schon gemeinsam auch mit dem Künstler oder mit der Künstlerin natürlich. Wir treffen uns einige Male vorher und dann schauen wir, welche Werkgruppen wir nehmen, welche wir zusammenstellen. Und da gibt es natürlich im Vorfeld schon, dass man sagt, okay, das weiß ich genau, das hänge ich da her. Ich wollte gerade fragen, es muss ja in einer Galerie wirken und die zwei Bilder wirken ja total. Das hast du aber im Vorfeld schon gewusst, oder? Also bei den beiden, wie die Bilder aus Italien gekommen sind, bei den beiden habe ich gewusst, die kommen an die Wand. Und die haben wir eingepackt schon an die Wand gestellt. Wirklich? Ja. Also da wart ihr euch schon auf alle Fälle sicher. Wirklich, ja, genau. Wie geht es dir da eigentlich? Ich meine, wenn du da so durchgehst, du bist ja immer von schönen Bildern umgeben. Reicht dir das da herinnen oder sagst du, ach, das hätte ich jetzt daheim auch gern hängen? Naja, da gibt es schon das eine oder das andere, das bei mir daheim hängt. Das wundert mich doch total. Und ich sage manchmal, da muss man halt einen Kasten wegstellen und ein Bild hinhängen. Okay, ja. Also Mobiliar muss weichen für Bilder. Mobiliar muss für Bilder weichen. Also Mobiliar muss bei mir flexibel sein, bis auf Bücherwände natürlich, die bleiben. Aber ansonsten, ja, ohne Kunst kann ich mir das nicht vorstellen. Gerade in der Galerie, aus jedem Fenster, aus dem ich schaue, da geht im Prinzip das Herz über. Und das, so ähnlich geht es mir auch mit der Kunst. Also so sehe ich, Kunst ist eine immense Bereicherung fürs Leben. Ja, somit sollte dir auch nach wie vor das Herz übergehen, liebe Jacinta. Vielen herzlichen Dank, dass wir da jetzt Einblicke in deine Arbeit da in der Galerie Schloss Paz gewonnen haben. Alles Gute weiterhin und ich freue mich schon auf die nächsten Ausstellungen. Danke.